Ulla von Brandenburg ist eine Grenzgängerin zwischen den Künsten. Sie verknüpft verschiedene Gattungen, Installation, Film, Objekte und Skulptur, Performance, Malerei zu einem symbolreichen Gesamtkunstwerk, zu einer Gesamtinszenierung. Und auch auf der Mathildenhöhe hat sie die Räume als Bühne genutzt für eine Gesamtinszenierung, für ein Gesamtarrangement. Die Ausstellung findet hier statt im Ernst-Ludwig-Haus, dem heutigen Museum Künstlerkolonie, dem ehemaligen Ateliergebäude und Ausstellungsgebäude der Künstlerkolonie Darmstadt um 1900. Ulla von Brandenburg hat Werke ausgesucht, die hier in diesen Räumen gestaltet worden sind, und sie schafft neue Werke, die in Dialog treten mit diesen historischen Werken der Künstlerkolonie Darmstadt. Sie spiegelt sie, sie schafft sie nach. Manchmal ist es auch nicht ganz klar für den Besucher, glaube ich, ob das ein Werk ist der Künstlerin oder ein historisches Werk. Und diese Spannung, darum geht es Ulla von Brandenburg. Die Idee hier war, eine Wohnung nachzuempfinden, durch die man gehen kann. Jeder Raum ist anders. Und es mischen sich sozusagen Fake-Objekte, die ich mit meinem Atelier hergestellt habe, wie die Tapeten, aber auch Pappmaché-Objekte, einen Bettüberwurf etc. Und diese Fake-Objekte vermischen sich mit den echten Objekten aus der Mathildenhöhe. Ulla von Brandenburg war von Anfang an begeistert, mit dem Bestand aus der städtischen Kunstsammlung Darmstadt zu arbeiten, und entwickelte eine neue, speziell für diesen Ort geschaffene Gesamtinstallation, ausgehend von den Künstlerwohnbauten hier vor Ort, die ich mit Ulla von Brandenburg auch besichtigt habe. Hat sie für die Ausstellungsräume dieses ehemaligen Ateliergebäudes der Darmstädter Künstlerkolonie, also eine fiktive Wohnung mit Salon, mit Musikzimmer, Kinder-, Damen- und Herrensalon, mit diesen verschiedenen Einrichtungsgegenständen entworfen. Die zentralen Themen dieser Ausstellung: das Spiel mit Rolle und Identität oder der Übergang zwischen Bühne und realem Raum spiegelt sich auch im zweiten Raum dieser Ausstellung wider. Das ist in den historischen Bildhauerateliers. Dort hat Ulla von Brandenburg eine Auswahl ihrer Farb- und Schwarz-Weiß-Filme inszeniert, und zwar auf farbigen Wänden. Und sie hat speziell für diese Ausstellung auch eine eigene Farbpalette entwickelt, inspiriert von den Möbeln, von den farbigen Ornamenten der Künstlerkolonie-Entwürfe, und hat daraus 7 Farbtöne herauskristallisiert, die sich wie ein roter Faden hier durch die Ausstellung ziehen. Es geht auch um diese Menschen, die hier gewohnt haben oder wohnen, die jetzt gerade nicht da sind, aber dass von denen Spuren hinterlassen wurden. Gleichzeitig kann es aber auch ein Theaterdekor sein oder auch eine Verkaufsausstellung. Und da möchte ich, dass die Besucherinnen und Besucher in einen sozusagen leicht unscharfen Raum eingeladen werden, wo sie selber entscheiden können, in was für einem Raum sie sich befinden. Ist es ein Theaterraum und sie werden zu den Akteuren, oder ist es eine Wohnung, die sie besuchen dürfen? Mir geht es genau darum, um diesen Moment der Unklarheit.